und die sehr erhellend ist, so wie ich es empfunden habe. Ich kann hier nur einen kleinen Beitrag liefern, wie ich, zum Teil wir, an die Sache herangehen, beziehungsweise wie wir das sehen, aber nur ganz wenige Aspekte. Wir haben ja gemerkt, dass es ganz viele gibt. Am Anfang meines Referates möchte ich mich auch bedanken. Es bietet uns heute hier das Symposium die Gelegenheit, eben von diesen verschiedenen Seiten die Hintergründe des Missbrauchs im Stift Kremsmünster zu beleuchten und zu diskutieren. Ich wurde auch gebeten, kurz auf die externe Aufarbeitung durch das Münchner Institut IPP einzugehen. Das möchte ich jetzt kurz tun. Wer weitere Fragen hat, kann Herrn Hackenschmidt kontaktieren, der auch aus München angereist ist und unter uns ist. Manche haben den Eindruck, dass der Stift Kremsmünster die Aufarbeitung zu langsam vorantreibt. Wir haben uns in manchen öffentlichen Stellungnahmen dazu geäußert. Was diese Aufarbeitung durch das Münchner Institut betrifft, war das schon in Planung 2011. Wir wollten die Erhebungen abwarten, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, die Opfer würden durch Befragung hier beeinflusst. Aber nach Abschluss haben wir, die ja lange gedauert haben, den Kontakt gesucht. Im Wesentlichen geht es bei dieser Studie unter dem Titel Sexueller Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt im Internat des Stifts Kremsmünster, individuelle Folgen und organisatorisch-strukturelle Hintergründe um eine Darstellung der Zeit ab 1945. Dabei soll unter anderem durch Analyse von schriftlichen Quellen und durch Interviews klar werden, wie die Missbrauchsfälle möglich waren, warum sehr unterschiedliche Wahrnehmungen da sind und warum die Bekanntwerdung so lange gedauert hat. Während der Durchführung wird es auch eine Begleitgruppe geben, in der neben dem IPP Vertreter von Opferseite und von Stiftseite teilnehmen. Es sind zwei Zwischenpräsentationen geplant und das Ergebnis wird veröffentlicht. Ich gehe jetzt nicht näher auf das ein, was man auch auf der Homepage dann nachlesen kann, diese ganze Darstellung, wie diese Studie angelegt ist. Ich habe mich gefragt, ob man hier nicht jetzt eigentlich schweigen müsste angesichts der Tatsachen, die hier uns den ganzen Nachmittag schon beschäftigt haben, was die Vergangenheit betrifft, wenn man an die Opferpersonen oder an die Betroffenen denkt. Ich kann nur einige Gedanken formulieren, wie ich selbst auch damit fertig werde. Neben den vielen Ebenen, die zu beachten sind, bei den verschiedensten Fragestellungen und auch der Komplexität, wie wir ja sehr gut an diesem Nachmittag schon gesehen haben, was hier vorliegt. Und genauso die vielen verschiedenen Bedürfnisse der Einzelnen, die vorliegen und da sind, von denen schon einige auch zur Sprache gekommen sind. Ich möchte nun für meine Ausführungen zum Thema Schuld, Scham und Hoffnung einen bestimmten Blickwinkel wählen, der sich aus einer persönlichen Erfahrung speist. Als im März 2010 konkrete Beschuldigungen gegen mehrere Personen laut wurden, habe ich ein E-Mail an mir bekannte Altkremsmünsterer geschrieben und sie eingeladen, sich zu äußern, was sie davon denken und auch zu sagen, wenn sie etwas von Missbrauch unter den Altkremsmünsterern wissen. Es war ein Schock für mich, als mir einer von ihnen zurückschrieb und sagte, er selbst sei Opfer von sexuellem Missbrauch geworden und noch dazu war es einer, mit dem ich in der Schulzeit sehr eng befreundet war. Ich möchte zumindest versuchen, hier auch mit dieser Perspektive zu sprechen und ich kann sagen, dass ich diese Person letzte Woche noch einmal besucht habe und mit ihm darüber gesprochen habe, wo mir wieder einiges neu aufgegangen ist. Ich möchte versuchen, im Hinblick auf diese Personen, die hier Leid erfahren haben, in unserem Kloster mit Hinblick darauf zu sprechen. Ich denke auch an Eltern oder andere Mitbetroffene. Ich war damals, nachdem der betreffende Schüler es mir offenbarte, bei ihm zu Hause. Auch seine Eltern waren bei dem Gespräch anwesend. Und ich muss sagen, es war eher ein tränenvolles Schweigen als ein Gespräch. Ganz selbstverständlich kommen in mir Schuldgefühle hoch, wenn ich von solch schlimmen Begebenheiten erfahre, die vor Jahren bei uns passiert sind.
Als Schüler damals und als Mitglied der Klostergemeinschaft heute wird es für mich zur doppelten Herausforderung, mich der Wahrheit zu stellen. Ich möchte aber auch nicht darin stecken bleiben, sondern versuchen, die Situation damals zu verstehen, sie heute anzuschauen und doch auch mit Hoffnung, soweit möglich, in die Zukunft zu gehen. Ich gebe zu, dass ich die ganze Sache noch nicht ausreichend verdaut habe. Wer kann die überhaupt jemals verdauen? Und mit diesem unangenehmen Bauchgefühl, glaube ich, bin ich ja nicht allein. Wenn in Gesprächen das Thema auf sexuellen Missbrauch oder Missbrauch allgemein kommt, befällt jeden Gesprächsteilnehmer ein eigenartiges Gefühl. Die Konfrontation mit der Verletzung der Integrität einer Person berührt einen. Man wird in eine Stimmung der Ohnmacht hineingezogen. Man wird gedanklich und gefühlsmäßig hineingenommen in eine Situation, die man nicht sofort lösen kann. Und das verengt auch den Blick auf die ganze Situation und auf die Beurteilung. Keiner kann da ganz unbeteiligt bleiben. Wenn man, wie es bei uns im Stift vor 3 Jahren der Fall war, mit einer derartigen Fülle von Beschuldigungen konfrontiert wird, dann ist es nicht unverständlich zu sagen, das war für alle ein Schock, der auch eine Wirkung nach sich zieht. Der Vergleich mit einem Tsunami ist wohl passend. Die Wucht, mit der hier eine so große Menge an schmerzvollen Informationen an den Tag gebracht wurde, medial und persönlich, hat sicher vorerst einmal jeden Beteiligten überfordert. Und auch für die Stiftsleitung war es ein Lernprozess im Umgang mit dieser Situation. Wir haben konkrete Schritte gesetzt, wir haben uns auf Gespräche eingelassen, es sind Gespräche geführt worden und ich halte diese Methode der, wenn möglich, wenn gewünscht, vielleicht für die effektivste im Sinn der persönlichen Bewältigung, dass man versucht, miteinander zu reden. Und darum bin ich auch dankbar, dass wir heute da sind, wie auch am Anfang gesagt worden ist. Es ist aber auch gut, dass die Klassenkommission ihre Arbeit gemacht hat, weil ich sicher sagen muss, dass wir es alleine nie geschafft hätten. Wir sind noch nicht fertig. Es braucht immer wieder den Mut, neu den Mut, die Dinge anzuschauen und sich den Tatsachen zu stellen. Und dabei muss jeder Einzelne selbst entscheiden, wie weit er sich und andere mit diesen Dingen konfrontiert. Da gibt es, so meine ich, einerseits das notwendige Ansprechen von Erfahrungen und andererseits die ebenso berechtigte Möglichkeit, Dinge stehen zu lassen, sie vorerst zu unterdrücken bzw. sein zu lassen, den Zeitpunkt abzuwarten, wann es Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann als Einzelner ja ohnehin nie alles bewältigen. Man hat ja schon genug damit zu tun, mit der eigenen Persönlichkeit zurechtzukommen. Ich sage das auch im Hinblick auf dieses Gespräch letzte Woche, für den vielleicht durch das Gespräch wieder etwas Neues aufgetaucht ist und jeder steht da an einem anderen Punkt. Ich war von 1978 bis 1986 im Internat und an der Schule. Ich habe damals viele positive Erfahrungen gemacht. Andere haben andere Erfahrungen gemacht. Ich war gerne in Kremsmünster, ich kenne aber auch welche, auch aus meiner Klasse kenne ich welche, die die Zeit bewusst hinter sich gelassen haben, weil sie mit vielem, was sie erlebten damals, nicht zurechtgekommen sind, weil sie in der einen oder anderen Weise überfordert wurden oder auch Gewalt erfahren haben. Da hat es einerseits Ohrfeigen gegeben, auch von Präfekten, die an sich sehr gütig waren, und da gab es auch mehr als Ohrfeigen, wodurch jene Erzieher schuldig geworden sind. Angst vor Schläge hat es auch unter Schülern gegeben. Alle diese negativen Erfahrungen, so denke ich mir, waren eingebettet in den bestimmten Lebenskontext. Es war ein Lebenskontext, in dem Buben und deren Erzieher und Lehrer zusammenlebten. Früher gab es das Heimfahren an Wochenenden nur selten, später dann Ende der 70er Jahre immer öfter. Man war im Internat die ganze Woche beisammen, Tag und Nacht, Woche für Woche, unter einem Dach, fast wie in einer Familie. Man hat irgendwie Freude und Leid geteilt. Ob es die sportlichen oder die musikalischen Tätigkeiten waren, ob man gemeinsam gelernt oder gestritten hat, ob man gemeinsam gespielt oder gegessen hat, das alles war der Lebenskontext, in dem wir damals gelebt haben. Ja, und da gab es auch Verletzungen durch Erzieher und auch durch Mitschüler. Das ist eine traurige Tatsache. Wer hat davon geredet? Wer hat es gewusst? Wer geschlagen oder missbraucht wird und sich nicht wehren kann, ist schwach. Wer schwach ist, vielleicht besonders Buben, die ja stark sein wollen, schämt sich.
Und umgekehrt gilt ebenso, wer sich schämt, fühlt sich schwach und zieht sich in sich zurück. Er ist ausgeliefert, er steht sozusagen nackt da. Scham betrifft die ureigenste Identität. Da geht es plötzlich um mich ganz persönlich. Die Scham braucht an sich einen Raum der Vertrautheit, damit sie bestehen kann. Wenn diese Vertrautheit nicht gegeben ist, kann Missbrauch besonders stark erlebt werden. Nun verbindet sich bei sexuellem Missbrauch Scham und Sexualität. Nachdem Sexualität etwas ganz Persönliches ist, darf man in dieser Hinsicht keinen beschämen. Das heißt, ihn zur Schau stellen, ihn zum bloßen Objekt machen. Das verletzt seine Integrität. Er fühlt sich missbraucht und wenn es Kinder sind, dann noch schwerer. Eine solche Missbrauchserfahrung wurde also erlebt. Weil sie so intim war, konnte oder wollte der Betreffende meist überhaupt nicht darüber sprechen. Wo hätte man es sagen sollen? Wo hätte man die dafür notwendige Vertrautheit gefunden? Wenn nicht einmal mein damaliger Freund mir es bei abendlichen Gesprächen erzählt hat. Eben weil es zu intim war und Scham eine wesentliche Rolle spielte. Und weil Sexualität kein Thema war. Wir haben ja praktisch nie über Sexualität gesprochen. Grundsätzlich kann man sagen, man hat damals über Sexualität überhaupt nicht gesprochen. Da gab es einen Biologieunterricht, da gab es im Internat einige Mitschüler, die Pornohefte herumreichten, was nicht lange interessant war. Ich kann mich an kein einziges Gespräch über wirklich gute Aufklärung erinnern. Und ich glaube, dass das in der Gesellschaft allgemein nicht anders war. Da sind wir auch meiner Meinung nach an einem wesentlichen Punkt, warum dieser sexuelle Missbrauch nie bekannt wurde. Man schämte sich viel zu sehr, darüber zu sprechen. Und vielleicht oder wahrscheinlich genau deshalb auch, weil Sexualität ein Tabuthema ist. Wegen der Privatheit und Scham spricht man nicht so öffentlich darüber. Interessanterweise kommt der Begriff Tabu aus dem Indonesischen und heißt auch heilig. Etwas mir Heiliges und etwas öffentlich Heiliges, das irgendwie den Hauch von unsagbar und Verbotenem hat. Es gab selten, wenn überhaupt, einen Rahmen für ein Gespräch über Sexualität oder Missbrauchserfahrungen. Es gibt Personen, die nach 20, 30, 40 Jahren dann vielleicht beim Maturajubiläum den Raum gefunden haben, das anzusprechen. Und die das gehört haben, waren betroffen und haben sich gefragt, vielleicht, warum hat er mir das nicht früher gesagt? Also auch die eigene Vertrauenswürdigkeit ist damit in Frage gestellt worden. Man wusste wieder nicht, wie man damit umgehen kann. Man schämt sich dafür. Wenn ich erfahre, dass ein Mitbruder Taten begangen hat, die andere schwerwiegend verletzt haben, dann habe ich ähnliche Gefühle. Man schämt sich dafür, weil man mitfühlt. Da also Sexualität damals kein Thema war, so erkläre ich es mir, und keine Vertrauensräume in dieser Weise da waren, wurden diese Erfahrungen im Schweigen belassen, damit verdrängt, unterdrückt. Das erklärt dieses Schweigen, denke ich. Wir haben andere Gründe auch gehört, die mit zu bedenken sind. Und auch der Lebenskontext brachte es mit sich, dass das überdeckt werden konnte. Dazu kommt noch der kirchliche Kontext wahrscheinlich, in dem Sexualität vielleicht noch weniger Thema war. Und außerdem trug man wohl auch die Annahme mit sich, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Man hat also schlicht und einfach nichts Konkretes gehört und über all diese Dinge nie oder fast nie gesprochen. Oder? Nun, ich möchte das selbst ein wenig relativieren, da ich selbst mit 13 Jahren erlebte, dass ein Mitschüler etwas andeutete. Es war kurz vor dem Abendessen damals, kann ich mich so weit erinnern, da sind wir in der Bubenrunde zusammengestanden oder so und dann hat ein Mitschüler oder auch in einer anderen Klasse so erzählt, er war beim Hauptbeschuldigten und der hat irgendwas mit ihm gemacht. Ich habe dem kurz, habe es gehört, und habe dem weiter keine Bedeutung beigemessen, weil er es auch irgendwie so mit einem Lächeln oder sowas erzählt hat, wie es unter Buben manchmal so ist. Wir haben später wohl durch den Spitznamen des Hauptbeschuldigten schon irgendwie gespürt, da ist vielleicht irgendwas, aber man hat auch, weil Sexualität irgendwie kein Thema war, dem auch nicht Beachtung geschenkt. Ich zumindest nicht. Diese Verdrängung von und Sprachlosigkeit über Sexualität und wohl auch über Pädophilie wurde ja auch allgemein erst später angesprochen. Und das haben wir heute eigentlich schon gehört, alles 90er Jahre, dann 2000, nach 2010, wo das wirklich jetzt ein öffentliches Thema ist.
Wobei man sagen muss, ich habe vor einiger Zeit mit einer Frau am Bahnhof in Kremsmünster gesprochen, da hatte ich den Eindruck, der vielleicht nicht nur für sie zutrifft, man will auch überhaupt nicht davon sprechen. Man will sich eigentlich dem nicht stellen, was da alles ist. Kann man heute schon wirklich offen darüber reden? Können wir schon darüber reden? Hört man von Taten, wo Menschen schuldig geworden sind, schämt man sich dafür, weil man ja vielleicht mitverantwortlich ist. Nein, nicht tatsächlich mitverantwortlich, aber die Zusammengehörigkeit unter Menschen erzeugt auch irgendwie dieses Gefühl, wenn man miteinander verbunden ist. Was der andere tut, hat mit mir zu tun. Bin ich ihm irgendwie nicht ganz gerecht geworden? Man erfährt auch diese Ohnmacht, weil man die Strategien nicht hat, wie man damit umgehen kann. Wenn in der eigenen Familie jemand etwas tut, was allgemein verwerflich ist, ist jeder betroffen. Man weiß aber dann oft auch nicht, was man wirklich tun soll. Man schämt sich vielleicht, fragt sich, bin ich irgendwie auch schuldig geworden? Und hier sehe ich mich einerseits als Mitbruder peinlich berührt, weil das damals so passieren konnte. Und andererseits als Mitschüler peinlich berührt, weil das meinem damaligen Freund von mir passieren musste. Wie kommt er dazu? Warum war das so? Warum musste es so lange unbemerkt bleiben? Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe diesen Film gesehen vor 2-3 Wochen im ZDF. Alle haben geschwiegen, hat er geheißen. Und ich finde hier sehr bezeichnend diese Situation, wo dann dieser 60-Jährige auf Bitte seiner damaligen Freundin hin vor der Kommission dann erscheint und er setzt sich dann nieder und möchte zu sprechen beginnen und er bringt nichts heraus. Und auch ein kirchlicher Vertreter sitzt in dieser Kommission und der 60-Jährige ist also im Begriff zu gehen und dieser kirchliche Vertreter sagt dann, das wird nichts mehr. Und dafür habe ich meinen Termin beim Bundeskanzleramt verschoben. Und dann kommt er noch einmal zurück auf die Bitte seiner Freundin hin und beginnt dann zu reden. Er sagt unter anderem, es genügt nicht bloß zu sagen, das war Unrecht, sondern das muss man verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ohren aufsperren. Die Ohren aufsperren, was die Kinder von damals ihnen zu sagen haben. Ich erzähle das, weil es mich sehr berührt hat. Und die Frage ist, hören wir ausreichend den Betroffenen zu? Und wenn ich dann an unsere Situation denke, dann tut es natürlich auch weh, wenn man sozusagen immer wieder daran erinnert wird im Kloster. Hoffnung. Vielleicht noch ein Wort zur Hoffnung. Wenn Sie mich fragen, Missbrauch kann immer geschehen. Wir haben jetzt einige schon angesprochen, die ich sehr gut finde. Wie anhänglich und gleichzeitig verletzlich doch Kinder und Jugendliche sind. Natürlich haben sich die Bedingungen und Umstände im Vergleich zu früher verändert. Das hat sich viel verändert, aber wir sollten nicht blauäugig sein. Wie wir wissen, ist das Thema Missbrauch kein Vergangenes, hochaktuell. Beginn des Schuljahres war dieser Aufruf irgendwie in Linz und Umgebung, mit diesen Volksschulkindern. Dann denke ich an die Zahlen der Missbrauchsklagen, die schon referiert wurden. Ich denke an die Enquete, die stattgefunden hat. Was die konkrete Situation in Kremsmünster betrifft, ist es genauso Sache der Schule, für heute und für die Zukunft Präventionsmaßnahmen zu setzen. Da geschieht einerseits schon mehreres, auch was Menschen möglich ist, dass man Kontakte hat, dass die Älteren für die Jüngeren da sein können, dass eine Social Coach da ist, die für Probleme zur Verfügung steht und vieles andere. Das brauche ich jetzt nicht aufzählen. Die Frage ist aber natürlich für mich immer noch und gerade heute wieder bewusst geworden, ich glaube, wir müssen es auch bewusst halten, dass Sensibilisierung absolut notwendig ist. Ich habe vor kurzem mit einer Mutter gesprochen, die von ihrer drei Kindern erzählt hat und wo es ganz schnell gehen kann, dass Missbrauch geschieht. Ich glaube auch, dass hier die Stärkung des Selbstbewusstseins schon eine wesentliche Rolle spielt, dass wir darauf hinwirken sollen, dass es auch nicht nur eine Konzeptthese bleibt. Natürlich geht es jeder erzieherischen Institution um die Kinder und um das Wohl der Kinder. Auf Seiten der jungen Menschen braucht es die Befähigung, selbst zu wissen, was sie wollen und sollen, die Fähigkeit, zur rechten Zeit Nein zu sagen. Das ist vor allem eine Sache des Selbstbewusstseins, wie ich meine. Eltern und Lehrer sind dabei gefordert, die nötigen Schritte zu setzen, soweit es Menschen möglich ist. Zum Schluss noch ein Gedanke der Hoffnung. Nach der Frage der Schuld und der Scham über das Geschehene möchte ich wünschen,
dass alle Beteiligten einen Weg finden für ihr eigenes Leben und für die Beziehungen und Gemeinschaften, in denen sie leben, über diese tragischen Dinge hinwegzukommen. Das sind einerseits die Erstbetroffenen, da gibt es viele Mitbetroffene, die auch damit fertig werden müssen. Ich glaube an die Hoffnung, weil man sonst verzweifeln könnte. Wenn man sich wirklich hineinlässt, kriegt man ja Bauchkrämpfe und Schlafstörungen. Ich glaube daran, dass Dinge heil werden können, wenn auch oft in einem langen Prozess. Ich bin mir auch bewusst, dass durch diesen Missbrauch viel Vertrauen zerstört worden ist. Und trotzdem glaube ich daran, dass Vertrauen wieder wachsen kann. Ist das eine reine Wunschvorstellung? Vielleicht. Vielleicht aber auch die Basis für ein konstruktives Weitergehen. Ein Weitergehen, das nichts verdeckt, das nicht naiv den Dingen ihren Lauf lässt, sondern eben genau in engagierter Weise sich heute für diese Sache einsetzt. Wenn ich an die Betroffenen des Missbrauchs im Internat Kremsmünster denke, zum Beispiel an meinen damaligen Freund, den ich heute nur mit einem persönlichen Schmerz besuchen kann, dann glaube ich trotzdem daran oder will daran glauben, dass man Vergangenes, auch wenn es negativ und schmerzhaft ist, bis zu einem gewissen Grad vielleicht überhaupt hinter sich lassen kann. Wie können wir als Menschen, die wir alle unsere Wunden tragen, soll ich nicht eine fromme Predigt werden, überhaupt sinnvoll in die Zukunft gehen? Man kann ja nur leben in der Hoffnung, dass es da noch mehr gibt, dass es was Stärkeres gibt. Und ich glaube auch, dieses Symposium ist letztlich ein Zeichen einer realen Hoffnung, dass Versöhnung möglich ist. Es gäbe noch viel zu sagen. Danke. Dankeschön, Herr Magister Bergmeier. Ein Weitergehen, das nichts verdeckt, haben Sie am Ende Ihres Vortrags gesagt. Und da möchte ich ganz gern gleich den Herrn Hackenschmidt, der ja im Publikum ist, den ich aber nicht kenne, vom IPP, genau, Institut fragen, der ja, Ihr Institut ist mit der externen Aufarbeitung betraut, und vielleicht können Sie da ganz kurz drüber erzählen, wie die Zusammenarbeit funktioniert, ob man schon was sagen kann dazu, wie lange es ungefähr dauern wird, wie schwierig es ist oder wie einfach es ist. Ich möchte erstmal was anderes sagen, dass wir eben den Ettal-Bericht vorher gemacht haben. Über das Kloster Ettal kam der Kontakt, also der Abt vom Kloster Ettal hat den Kontakt zum Abt zum Kremsmünster gehabt und hat es auch empfohlen. So kam der Kontakt, denke ich, zum IPP zustande. Und das Forschungsdesign ist sehr ähnlich, oder eigentlich auch die Kernfragen sind genau die gleichen, wie wir es im Kloster Ettal gestellt haben. Der Bericht vom Kloster Ettal ist übrigens öffentlich zugänglich. Der ist auf der Internetseite vom IPP, das ist www.ipp-münchen.de, ist das als PDF zum Runterladen verfügbar. Das sind aber um die 150 Seiten. Ich denke, von den Ergebnissen, auch alles, was heute hier gesagt worden, ich denke, da werden ähnliche Sachen rauskommen. Ja? Also ich glaube, das wird gar nicht so viel Neues sein. Man muss schauen, was spezifisch dann bei Kremsmünster ist. Was es in Kremsmünster wahrscheinlich schwieriger macht als in Ettal, ist, dass ein Gerichtsverfahren aktuell läuft. Das war in Ettal nicht der Fall. Das, denke ich, wird es beeinflussen. Ganz wichtig ist, denke ich, auch, dass es diesen Beirat gibt. Das war dem IPP ganz wichtig. Da sind sowohl Vertreter von Opferseite, Vertreter vom IPP und Vertreter vom Kloster. Und da ist, denke ich, die spannende Frage, wie hier der Dialog gelingen kann und welche Fronten da sind und ob es eben zum Konflikt, zum Kampf geschehen wird oder ob es einen gemeinsamen Dialog geben kann, wo Schuld anerkannt werden kann und vielleicht dann auch ein Stück weit Vergebung geschehen kann. Ich denke, es ist insgesamt ein sehr schmerzlicher Prozess für alle Beteiligten, sich einfach mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich denke, also eine Forderung, die gab es genauso auch in Ettal, dass es einen Ort der Erinnerung gibt. Auch das, denke ich, ist wichtig, dass es einen öffentlichen Ort gibt, wo man das Geschehene einfach, dass es da ist, dass es betrauert werden kann, dass es anerkannt wird und dass es nicht, wie es eben lange von kirchlichen Institutionen gemacht worden ist, eher verheimlicht, verdeckt worden ist. Also ich denke, das ist für die Aufarbeitung schon auch ganz was Wichtiges. Zum Forschungsdesign, die vier Kernfragen haben Sie ja, denke ich, schon gesagt, ich kann sie aber gerne nochmal wiederholen. Das eine Mal, wie war der Missbrauch und die Misshandlungsvorfälle überhaupt möglich? Warum konnten die Taten nicht verhindert werden? Warum hat es so lange gedauert, bis diese ans Licht der Öffentlichkeit kamen?
Und eine andere ist, warum existieren so viele unterschiedliche Wahrnehmungen von Ettal? Das war ja auch in den Berichten so, dass es diese Parallelwelten gibt, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und ich denke, auch das ist ganz was wichtig, dass diese Parallelwelten nebeneinander existieren dürfen. Dass es nicht mehr geht, nee, mein Kremsmünster war schön, meins war total hässlich, sondern beides darf nebeneinander stehen. Ich denke, das kann zur Gesundung beitragen. Also diese Parallelwelten im Sinn genau. Von Wahrnehmung von Realität. Genau. Ja. Dann zum Forschungsdesign, es sind 45 Interviews geplant, ich denke 25 mit ehemaligen Schülern, davon Opfer und Nichtopfer, also die sich als Opfer und Nichtopfer bezeichnen. Es sind 10 mit Patres geplant, jetzt muss ich nachschauen, 5 mit externen Personen und 5 mit Angehörigen. Genau, also das ist so mal, das sind qualitative Interviews. Aktuell, wir haben jetzt angefangen damit, wir machen jetzt so eine Akteneinsicht, soweit wir die halt haben, erstmal so Recherchearbeiten, werden dann den Leitfaden auf den Vorerfahrungen durch Ettal genau anpassen und dann die Interviews durchführen. Das wird so im Mai, Juni, werden wir die ersten Interviews, denke ich, anfangen und der ganze Forschungsprozess ist mal auf 1,5 Jahre angelegt. Es soll eine Zwischenpräsentation geben und es soll auch ein Endbericht veröffentlicht werden. Dankeschön. Bitte. Danke. So, machen wir eine kurze Fragerunde. Um 6 Uhr hätten wir gern eine Pause gemacht, dann bis 6:30, also oder bis 6:30 eine Pause, es muss ja keine halbe Stunde sein. Ich nehme an, es gibt viele. Ja, guten Abend, mein Name ist Brigitte Luege-Schuster, ich bin die Autorin dieser Studie, die schon mal genannt wurde. Ich wollte eigentlich heute an diesem Tag nichts sagen, aber ich muss jetzt was sagen. Wir haben 48 Interviews gemacht mit Betroffenen in ganz Österreich und es ist eines hervorgekommen, es geht nicht nur um die Scham, es geht um sehr viel mehr bei den Betroffenen, warum geschwiegen wurde und ein großer Teil ist Angst, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit und ich denke, das ist ein Stück, das man, oder das ich Ihnen einfach auch ganz besonders ans Herzen legen möchte, weil Sie so stark die Scham in den Vordergrund gestellt haben, insbesondere die eigene Scham. Das ist ein Punkt, der andere Punkt ist, es geht nicht nur um ihre Gefühle, wenn sie sich konfrontieren, es geht vor allem aus meiner Sicht der Dinge, aus dem, was ich gehört habe, mitgenommen habe von 450 Betroffenen, es geht vor allem um deren Schmerz, um deren Schlaflosigkeit und um deren Bauchweh, so wie sie es etwas salopp formuliert haben. Da geht es um das heutige Befinden der Kinder von damals und das heutige Befinden ist, wenn sie, ich schicke Ihnen dann gerne auch meine Daten zu, wenn Sie sich das anschauen wollen, nicht gut. Das, was ich mir insgesamt von der Kirche wünsche und somit natürlich auch von Ihnen, ist ein sich noch sehr viel intensiveres Stellen dessen, was geschehen ist, ein intensives Recherchieren, ein systematisches Nachforschen, da machen Sie einen ersten, ich denke wohl, sehr guten Schritt und dann erst wird es in einem sehr langsamen Prozess die Möglichkeit geben, dass es doch noch so etwas wie Vergebung und Aussöhnung gibt. Das kann man aus vielen Versöhnungskommissionen, die nach Bürgerkriegen ins Leben gerufen worden sind, auch ablesen. Dazu gibt es eine Fülle von Studien. Es tut mir leid, es ist keine Frage geworden, sondern ein Kommentar, aber das musste ich jetzt ganz einfach sagen. Es soll keinesfalls offensiv verstanden werden, sondern einfach ergänzend aus dem, was ich gehört und erarbeitet habe. Vielen Dank. Danke. Möchten Sie eingehen darauf? Ich glaube, es ist jede Stimme wichtig und dass wir das alles beachten. Danke. Ja. Lieber Max, bevor ich was dazu sagen möchte, noch vorab, ich respektiere dich und achte dich als integre Persönlichkeit, als einer der mit Verlaub wenigen solchen Persönlichkeiten im Stift Kremsmünster. Aber ein paar Themen, ein paar Punkte möchte ich schon reißen zum Thema Aufarbeitung. Ja. Die Aufarbeitung im Stift Kremsmünster geschieht nicht nur halbherzig, wie anhand von Fakten belegbar ist, sondern sie ist auch eine falsche bzw. nicht existente. Konkret wurde damals vom Abt Ambros mehrfach gesagt, dass alle Beschuldigten ihre Ämter enthoben wären und zurückgezogen im Kloster leben würden. Das ist ganz klar eine Lüge. Ein Beispiel dafür ist der Pater Petrus, einer der Haupttäter, ein ganz schwerer Täter, der heute Leiter des Stiftsarchivs ist, was völlig skurril anmutet, wenn man weiß, dass das Institut IPP diese Thematik aufarbeiten soll und dann zusammenarbeiten soll mit einem der Haupttäter. Das ist absurd. Des Weiteren habe ich mir nur kurz notiert, hast du vorher gesagt, wo hätte man denn etwas sagen sollen?
Also zu diesem vermeintlich naiven Satz möchte ich dir nur die Causa Pater Benedikt nahe ans Herz legen. Pater Benedikt war ja bis in die 70er Jahre Präfekt im Konvikrimsmünster, auch bekannt als der Greifer des Nächtens in den Schlafsälen. Es gab damals mehrere Burschen, die sich mehrmals beschwert hatten, es wurde nie was geschehen, es ist nie was passiert. Dann kam es zu einem Einkehrwochenende in Linz, ich glaube, das war das Rupertinum, wenn ich mich richtig erinnere. Dort hat sich ein Opfer einem Pater anvertraut, der dann wiederum zum Abt von Grimsmünster ging. Und erst aufgrund dieser Intervention von außen wurde Pater Benedikt mit Ende des Schuljahres aus dem Konvikt abgezogen. Dass er noch bis Anfang der 90er Aushilfspräfekt war und natürlich in der Schule unterrichten durfte, das steht auf einem anderen Papier. So viel zum Thema Aufarbeitung im Stift Grimsmünster. Und es ist mir aber abschließend noch ein großes Anliegen, und ich hoffe, ich trete damit nicht zu nahe, meinen großen Respekt auszudrücken der Frau Magister Michaela Zippenmeier, die heute da ist, die ich Gott sei Dank noch erkennen konnte. Das ist nämlich die einzige Lehrerin und einzige Vertreterin des Stiftes, der Schule, die es bis heute geschafft hat, obwohl sie wirklich null Schuld auf sich geladen hat, sich öffentlich bei den Betroffenen zu entschuldigen. Und auch dieser Umstand, glaube ich, muss man würdigen. Hallo, Wolf, bin Agrimsmünster. Der Josef Eigner hat mir vorher aus der Seele gesprochen. Wir haben es alle gewusst und wir haben es nicht gewusst. Hast du es auch gewusst? Ich habe die Begebenheit erzählt, die ich erfahren habe. Ja. Aber wie gesagt, das ist das Wissen ohne konkrete, also als 13-Jähriger. Ich bin als 14-Jähriger abgegangen, also ich war nur 4 Jahre dort, ja. Und würde auch sagen, ich habe es gewusst und nicht gewusst. Ich habe es nie wirklich gesehen und wusste es und könnte heute noch Namen nennen von Betroffenen. Kann ich nicht nennen. Ich meine, der Verdrängungsmechanismus, glaube ich, ist so stark gewesen, vermute ich. Dass okay. Wir haben ja auch bei verschiedensten Leuten immer wieder gehört, dass das dann weg war. Okay, danke. Man verdrängt nur was man weiß. Ja, aber die Frage ist auch, was heißt das? Ja. Das ist die Frage, welches Wissen? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, man kann es so nicht sagen. Ich glaube, ich kehre da erinnern zu einem alten Methusalem. Und zwar habe ich in Grimsmünster von 45 bis 53 studiert. Und ich möchte dem Professor mal Eigner Folgendes sagen. Ich habe Verständnis für seinen Vater. Ich gehöre zu einer Generation, die erzogen wurde zum Schweigen. Ich möchte das betonen, zum Schweigen. Weil wenn wir 42 oder 43 irgendein Gespräch in der Schule gesagt hätten, wäre vielleicht unser Vater oder unsere Mutter eingesperrt worden. Und das hat sich dann fortgezogen. Nicht? Und man hat also immer nicht, man hat zum Teil, also zu unserer Zeit hat es, wurde nichts gesprochen, das muss ich ehrlich sagen. Nicht? Und gewusst haben wir es auch nicht. Ich sage Ihnen warum, ich kann es Ihnen sagen, wir waren ja alle nicht aufgeklärt. Nein, wir waren nicht aufgeklärt. Wir haben heute, hat doch die Jugend mit 10 oder 11 Jahren, hat ein größeres sexuelles Verständnis, was wir damals mit 12 und 13 Jahren gehabt haben. Weil ja nicht gesprochen wurde. Da muss ich einer Frau Psychologin sehr widersprechen. Da könnte ich Ihnen ein paar Beispiele sagen. Ja, aber jedenfalls. Und jetzt sind wir sexuell alle sehr aufgeklärt. Und dann hat einmal einer angefangen. Und angefangen hat in Salzburg, jetzt also in Salzburg einer, der wollte vom Prälat ein Geld. Das ist der erste Grund, war, er will ein Geld. Und zwar hätte er 8.000 Euro haben wollen und die hat ihm der Prälat nicht gegeben, dann ist er in die Presse gegangen. Jetzt muss ich schon ein bisschen fragen, wenn er so lange keinen Schaden gehabt hat und jetzt, weil er in finanzieller Schwierigkeit ist, dass ihm das jetzt da einfällt,
da muss ich jetzt, ich will niemanden verteidigen. Das möchte ich das absolut nicht. Kurz fragen, wann haben Sie maturiert? Sie haben gesagt, Sie waren auch, weil es ist natürlich für 53. Okay. Allerdings, das war die Zeit noch also, und genau. Ich muss Ihnen sagen, ich schäme mich nicht, dass ich Kremsmünsterer bin, und wenn einer übers Kloster herzieht, dann schimpfe, und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, dass an jedem Stand, ganz wurscht was, sind 5% Leute, die sich daneben benehmen. Da nehme ich die Geistlichkeit nicht aus, ich nehme keinen Rechtsanwalt aus, keinen Arzt und so weiter. 5% sind nicht in Ordnung. Dankeschön. Und wenn man der Herr hinter Ihnen möchte auch noch was sagen. Ich möchte spontan noch was zum Thema Verdrängung sagen. Ich kann es nur sagen, weil ich selbst Verdrängung erlebt habe. In der Form, ich war Opfer sexueller Gewalt in der Familie, katholisches Milieu. Mein Schwager war der Täter, meine Brüder waren auch Opfer. Ergebnis, weil man nicht gesprochen hat, man muss es verdrängen. Das führte so weit, dass ich meinen Schwager gebeten habe, mein Trauzeuge zu werden bei der ersten Hochzeit. Völlig verrückt. Absolut. Es war nur möglich, über jahrelange Therapie dahinter zu kommen, was da passiert ist. Ich habe mich, als ich das erkannt habe, fast geschämt für meine eigene Blödheit. Gleichzeitig stelle ich heute oft fest, nachdem mir die Therapien in jeglicher Form über Jahre und Jahrzehnte gut getan haben. Es gibt so viele Opfer, die mit therapeutischer Hilfe nichts anfangen können, die eine derartig negative Einstellung haben. Das wäre für mich ein zentrales Thema noch für die Diskussion dann anschließend. Mhm. Dankeschön. Es gibt, da vorne hatte ich noch jemanden. Ich glaube, dass es ganz gut dazu passt. Mein Name ist Georg Klein, ich bin mit dem Joe Eigner in die Klasse gegangen, somit auch mit dem derzeitigen Abt. Ich habe allerdings nicht in Kremsmünster maturiert. Ich habe den Joe übertrumpft. Ich hätte ins Maturazeugnis, nein, nicht Matura, in das sechste Klasszeugnis einen Vierer in Betragen bekommen. Man hat mir diesen dann aber großzügig auf einen Dreier ausgebessert. Dafür hat man alle anderen Noten um einen Grad heruntergesetzt, damit ich in einer neuen Schule unterkomme, besser unterkomme. Das besser unterkommen war für mich, ich würde nicht sagen lebensrettend, aber es hat mein Leben sicher sehr positiv beeinflusst. Ich bin in eine andere Klosterschule gekommen, und zwar zu den Herz-Jesu-Missionaren in Salzburg. Und ich habe dort von einem Tag auf den anderen eine andere Welt kennengelernt. Und diese andere Welt, obwohl auch klösterlich, war offen, war irgendwie, ja, es ist mir ganz unheimlich vorgekommen, und im Nachhinein waren die sehr, sehr liberal, im Nachhinein betrachtet. Ich möchte jetzt aber der versammelten Runde noch eine weitere Realität der Kremsmünster in Erinnerung rufen. Vielleicht war das nur bei uns so, und es wird Ihnen nicht angenehm sein. Aber ich glaube, es muss gesagt werden, wenn man über diese ganzen Dinge spricht. Es hat ja auch unter Schülern homoerotische Handlungen gegeben. Und daher war das, was vieles von dem ich wahrgenommen habe, dass das da in dem Kammerl vom Herrn Präfekten passiert, das war ja wahrscheinlich, bei weitem ist an das nicht herangekommen, was die Schüler untereinander miteinander gemacht haben. Und das erklärt auch, wieso wahrscheinlich. Nein, ich glaub, das hat jetzt keinen Sinn. Es hat unter den Schülern auch Gewalt gegeben, ja? Sexuelle Gewalt. Also vielleicht ist das auch eine richtige Stellung des Themas. Es hat erotische Beziehungen gegeben, es hat erotische Gewalt gegeben, es hat alles Mögliche gegeben. Und ich sage nur, wenn man von außen in der Bank gesessen ist, im Studiersaal, hat man ja nicht gewusst, was da drinnen stattfindet. Und das, was man wahrgenommen hat, und darauf lege ich Wert, ich sage das, was man wahrgenommen hat. Nicht das, was irgendwie so irgendwer irgendwo einmal erzählt hat. Ja? Das war anders. Und aber das erklärt, wieso vieles dann auch unter dem Deckmantel oder unter dem Teppich geblieben ist, weil man selber kein Interesse daran gehabt hat, dass die eigenen Missetaten, Schandtaten ans Licht kommen.
Es ist aber, glaube ich, an diesem Nachmittag schon sehr gut auch dargestellt worden von Expertinnen, von Experten, dass es da einen Unterschied gibt in der Ausübung eines eindeutigen Autoritätsverhältnisses gegenüber einem Schüler, einer Schülerin oder ob es auf einer egalen Ebene passiert, diese homoerotische Beziehung, wie Sie es nennen. Also ich möchte das nur festhalten, weil das jetzt einfach im Raum stand, aber ich glaube, wir haben das den ganzen Nachmittag gehört. Ja. Gut. Herr Magister Bergmeier, danke. Wir sehen uns dann um 6:30 wieder. Passt. Wunderbar, danke.